Moin, moin Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Dead by Daylight. Heute wieder mit einem Special Survivor. Heute mit dem Lieblings-Survivor eines jeden Killers. Oha, es ist ein bisschen laggy. Scheiße, es ist ein bisschen laggy, ist gut. Es ist verdammt laggy. Ich probiere trotzdem mal so zu spielen, Leute. Ich sage euch ein bisschen was zu meinen Perks. Oh, wir spielen gegen den Geist. Sage ich ein bisschen was zu meinen Perks. Ich bin der Saboteur heute. Das bedeutet, ich werde hier heute Haken zerstören. Da vorne ist der Killer. Es ist einfach zu laggy, Leute. Ich glaube, so kann ich nicht spielen. Ich probiere hier mal zu sabotieren. Also, ich habe den kalten Rückenschauer, damit ich immer weiß, wann der Killer in meine Richtung guckt, beziehungsweise in meine Richtung kommt. Dann habe ich natürlich den Saboteur dabei, denn das braucht jeder gute Saboteur. Ich habe gewieft dabei, damit halten die Items. Wow, guck mal, durch den Lag ist es trotzdem noch runtergegangen. Oder? Es ist jetzt kaputt. Sehe ich das richtig? Ich glaube ja, ne? Okay. Ich habe gewieft dabei. Damit gehen die Items ein bisschen langsamer kaputt. In der Beschreibung steht 15%. Aktuell sind es allerdings 13%. Beziehungsweise, nein, wenn ihr das Video schaut, sind es tatsächlich die 15%. Denn dann sollte der Patch schon draußen sein. Und ich habe Niederwild mit, falls man mal gegen den Trapper spielt, kann man so nämlich sämtliche Fallen viel leichter entdecken. So, außerdem habe ich natürlich Alex Werkzeugkoffer mit, denn ein guter Saboteur hat natürlich auch gute Items dabei. Da vorne wird irgendjemand gejagt, deswegen haue ich mal eben ab. Und der ein oder andere wird sich schon fragen, wieso sagt Grants denn immer sabostiert? Das heißt doch sabotiert. Ja, dann habt ihr den Insider aber nicht verstanden, denn der Chatbot heißt Boster bei uns und wir machen immer Wortwitze mit dem Namen quasi. Wer Trouble in Terrorist Town damals gesehen hat, der weiß das und ja. Gut, die Runde läuft an und für sich recht gut. Ich komme ganz gut voran hier. Ich kann mega schnell die ganzen Haken machen. Ich habe auch einen Add-on drauf auf Alex Werkzeugkoffer. Ich meine, der Werkzeugkoffer ist an und für sich eigentlich schon stark genug. Und mit den Add-ons ist es echt Deluxe Deluxe. Also damit kannst du hier so schnell sämtlichen Scheiß machen. Das ist einfach nur geil. Das ist jetzt der vierte Haken, den ich, glaube ich, schon kaputt mache. Zack, wieder ein Haken weg. Und ja, das ist der Saboteur, Leute. Wurde auch von dem einen oder anderen vorgeschlagen. Ich glaube nicht mit diesen Perks, wie ich sie jetzt tatsächlich gewählt habe. Aber ich fand, das ist eigentlich ein sehr cooles Setup. Wenn man sich wirklich nur darauf konzentrieren möchte, den Killer abzufacken, ihm Sachen kaputt zu machen, etc., etc., dann ist das ein sehr geiles Setup. So, da vorne hängt er. Das bedeutet, dass da noch ein Haken sein muss. Okay, der wurde schon gerettet. Geh doch. Geh doch! Geh doch! Meine Güte, warum hat er denn so geblockt? Wir wollen doch dem anderen hier mal helfen, dann wenigstens, oder nicht? So, ich konzentriere mich jetzt mal nicht darauf. Boah, diese Lags, das ist echt schlimm. Sorry, dass ich euch jetzt hier so eine längere Runde anbieten muss. Wow. Aber ich kann nichts machen. So, Geist ist unsichtbar gegangen. Sehe ich ihn von hier aus? Ganz ehrlich, wenn er unsichtbar ist, kann ich eh abhängen. So schnell kann er nicht sichtbar werden, wie ich abhänge. So, ich werde nicht tanken. Ich bin nämlich der Saboteur, verdammte Scheiße. Ich dachte, er verfolgt den Verletzten. Schau in meine Richtung, er ist hinter mir her. Das ist immer oft das Schicksal, wenn man Saboteur ist. Dass die Killer einen nicht so gerne haben. Ich weiß gar nicht, warum. Doch, ich kann es mir vorstellen, denn wenn ich selber Killer bin, hasse ich die Leute, die sabotieren auch. So, kannst du mich heilen? Die Bumspille. Danke. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht schwanger. Aber ich habe die Anti-Bumspille heute Morgen noch genommen. Badum-tsch. Sekunde. Ich habe mein Soundboard vom Stream noch an. Oh, nice. Super. Vielleicht soll ich das Soundboard einfach öfter anhaben, wenn ich eine Aufnahme mache. Müsste, ich hoffe, dass es mit aufgenommen wurde. Ich glaube aber schon. So, wo war jetzt dieser Haken, wo der Typ eben hing?
Ich würde auch gerne den letzten Haken zerstören. Der war weiter hier, ne? Da ist er. Okay. Pikachu wurde angegriffen. Wieso macht Pikachu nicht Donnerschock? Okay, damit haben wir... Ich glaube, es ist der 5. oder 6. Haken, den ich dann kaputt mache. Dem Saboteur ist nicht zu schwör. Das ist ein altes Sprichwort. Aus Fallout New Vegas, glaube ich, ne? Also nein, das Sprichwort gibt es schon länger. Aber dort heißt eine Mission so. Okay, komm, sammle ihn auf. Achso, schade, ist schon umgeworfen worden. Ich denke, er wird jetzt gleich dann hier hinkommen. Ah, okay, guck mal, das können wir noch fertig machen, schnell. Den Generator mal eben machen. Und ich probiere wieder zu helfen. Denn ich bin nicht nur Saboteur, sondern auch Mate. Aber derjenige ist schon tot. Gut. War klar. Hätte nicht rennen sollen. War nicht so klug, dass ich gerannt bin. Hätte ich gedacht. Aber er hat gar nicht in meine Richtung geschaut, offensichtlich. Okay, der Haken ist kaputt. Ich glaube, ich habe alle Haken soweit zerstört. Kann das sein? Er ist nicht bei mir. Den Haken habe ich zerstört. Dann soll ich jetzt dazu übergehen, ein paar Generatoren mitzumachen. Ist hier jemand verletzt? Pikachu, bist du hier in der Nähe? Ich wähle dich, Pikachu. Komm her. Bin mir nicht sicher. Oh mein Gott, die Bumspille wurde geschlagen. Okay, ich meine, es wurden schon genügend Generatoren gemacht, das heißt notfalls. Können wir auch durch die Luke abhauen, falls wir sie finden. Ha. Aber so einen guten Eindruck machte der Geist eigentlich nicht. Also ich muss sagen, da kommt Pikachu. So, bitteschön. Dafür kannst du jetzt mal hier ein bisschen mithelfen. Ihr könnt ja mal sagen, Leute, wie ihr dieses Setup vom Saboteur findet, wie ihr es spielt. Viele werden wahrscheinlich trotzdem mit Sprintboost, Selfcare und so weiter spielen. Aber dieses Setup ist wirklich nur darauf ausgelegt, zu sabostieren und dabei nicht erwischt zu werden. Deswegen halt der kalte Rückenschauer. Kalte Rückenschauer, jetzt kommt der Killer zum Beispiel. Hey, wow, mich lässt er in Ruhe. Geil, Schwein gehabt wieder. Ist hier noch ein Haken dran? Nö. Ich glaube, alle Haken sind kaputt. Der ist auch kaputt. Oh Gott, meine Stimme. Sorry. Lags, Soundboard, Stimme im Arsch. Special-Runde heute für euch, ey. Gibt's hier nur YouTube-Exclusive. So, jetzt sucht der Haken. Wenn er mich mal erwischt, ne, dann werde ich auch richtig dreist einfach in der Ecke rennen, so wie das die Saboteure immer machen. Ha, guck mal, er schmeißt ihn hin. Okay, er wird jetzt bestimmt zu dem Generator gehen, der gerade fertig ist, ne? Wieso recovert derjenige da nicht? Ich probiere ihn zu helfen. Okay. Nope. Der Grant sagt nope. Nope. Shit, das könnte knapp werden. Wird's aber nicht. Okay, wir haben Geisty verarscht. Eine meiner Lieblingsübungen. Er kommt in unsere Richtung. Muss ein bisschen aufpassen. Hier soll ein Totem sein. Ihr habt's gehört, dieses Sound bedeutet, dass ein Totem in der Nähe sein soll. Das weiß ich natürlich nicht, wo. Ja, irgendwo hier. Da. Okay. Das sind auch nochmal 400 Punkte, die wir gerne mitnehmen. Da hinten ist ein Generator, der schon fast fertig war. Die Bumspille ist auch immer noch verletzt. Verfolgt der Killer die Bumspille? Ich würde ihm gerne helfen hier. Okay, er hat recovered, das ist gut. So, Pikachu steht wieder. Da hinten ist ein Generator, der so gut wie aktiv ist. Den würde ich gerne fertig machen.
So, hier, da lang. Scheiße, da kommt die Bumspille mit dem Killer. Nicht getroffen. Okay, ich versuche den Generator fertig zu machen. Vielleicht hat die Bumspille Adrenalin und kann dann abhauen. Ah, scheiße. Ich nutze Alex Wechselkoffer. Er hebt ihn auf und sieht, dass kein Haken in der Nähe ist. Oh mein Gott. Ich war so asozial, Leute. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich habe kein schlechtes Gewissen, denn ich bin heute ein Saboteur. Und das ist nun mal das, was Saboteure machen. Da vorne ist der Ausgang. Ich könnte mir vorstellen, dass der Killer es nötig hat. Sprich, dass er No One Escapes Death hat. Nice, die Bumspille ist frei. Konnte sich frei wiggeln. Das heißt, er hat scheinbar keinen Iron Grasp. So, und oha, hier wird sogar schon geöffnet. Nice. Dann begebe ich mich noch nicht mal in Gefahr beim Öffnen. Kann mich hier hinschillen. Killer kommt. Oh, da hat er ihn. Hebt ihn wieder hoch. Ich weiß halt nicht, ob er es nötig hatte oder nicht, ne? Es ist halt jetzt eine schwierige Entscheidung. Gehe ich helfen oder gehe ich nicht helfen? Er war schon verletzt, als er umgeklatscht wurde. Wenn ich mich gleich heldenhaft in seine Dingens schmeiße, in seinen Weg schmeiße, könnte es sein, dass ich dann am Ende der Blöde bin. Bumspille, was da los? Ich schau mal eben auf meinen Timer. 11:40 ungefähr. Das heißt, nach 2 Minuten ist Nöd eh abgelaufen. Spätestens dann gehe ich auf jeden Fall helfen. Ich glaube, ich habe bestimmt schon ein paar Sekunden vertrödelt. Ich bin hier ja schon so ein bisschen als Mate unterwegs, ne? Will ja schon... Oh, scheiße, der hängt jetzt im Keller tatsächlich. So, ist der Geist jetzt am Campen oder nicht? Ist der Geist am Campen oder nicht? Ich habe ihn nicht weggehen sehen. Die Bumspille zeigt aber nicht an, dass er campt. Was sagt mein Timer? 12:30. Er ist noch hier. Ich höre ihn. Hört ihr ihn röcheln? Er campt. Gut, dann gehe ich auch raus. Gut gecampt, Killer. Hat immerhin noch so seinen zweiten bekommen. Ist natürlich ein bisschen armselig. Aber ich denke mal, er wird campen, weil ich alles sabotiert habe. Ich denke mal, der ist beleidigt. So, ich bin dann hier raus, Leute. Ich hoffe, das Setup mit dem Saboteur hat euch gefallen. Sorry, dass es am Anfang so ein bisschen laggy war. Ich glaube, es lag aber am Killer. Und wir haben auf jeden Fall sehr gut gepunktet. Ihr seht es schon am Rang. Ich bin nur noch Rang 15, denn es ist gestern wieder eine neue Season gestartet. Und deshalb muss man jetzt wieder von vorne anfangen, beziehungsweise nicht ganz von vorne. Ich durfte auf Rang 15 anfangen, da ich wieder Rang 1 gewesen bin am Ende der Season. Und jetzt startet man wieder auf Rang 15. Wir sind der stärkste Spieler gewesen. Die anderen waren 19, 20, 20 und 18. Wie gesagt, aktuell heißt das nicht so viel. Und, oh, der wollte sogar nach Haddonfield mit dem Geist, okay. Er hat Geflüster und monströser Schreien gehabt. So, jetzt ist der andere auch tot. Mal gucken, ob der Killer irgendwas in den Ingame-Chat sagt. Nein, er verlässt sofort das Spiel. Alles klar, Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich immer freuen, wenn ihr eine Bewertung da lasst und etwas in die Kommentare schreibt. Und Vorschläge für neue Setups gerne auch in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in-game. Haut rein. Ciao, ciao.